Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir, liebe Hobby-Saxophonistinnen und Saxophonisten. Ich freue mich, dass ihr dieses Video hier gefunden habt und eingeschaltet habt und euch das Thema interessiert, wie man als Saxophonspieler seinen Klang verbessern kann. Mit Sicherheit eins der wichtigsten Themen überhaupt, denn der Klang ist natürlich unsere Stimme am Saxophon. Ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Lissy Sokac. Ich bin Saxophonistin und Saxophonlehrerin seit über 10 Jahren. Bin an verschiedenen Musikschulen tätig, auch als Privatlehrerin, habe Online-Schüler, habe Auftritte, Konzerte, die ganze Palette. Ich bewege mich da zwischen Klassik und Pop und Jazz. Ich komme ursprünglich eher so aus dem klassischen Saxophonbereich, mache aber mittlerweile alles Mögliche. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es einfach ja, den einen oder anderen, für den oder die meine Tipps oder Sichtweisen irgendwie sinnvoll oder bereichernd sind. Deswegen legen wir auch gleich los mit den 5 Tipps und Übungen, die ich mir ausgesucht habe für euch heute zum Thema den Saxophon-Sound verbessern. Tipp Nummer 1, der Klassiker unter den Übungen, das sind die Longtones. Longtones sind nichts anderes als einfach Töne aushalten. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es für den einen oder anderen neu, aber den anderen kommt es wahrscheinlich schon zu den Ohren raus, weil das wirklich egal, das sagt jeder Lehrer, egal ob ihr, wenn ihr mal so ein bisschen das Internet durchforstet oder wenn ihr Bücher lest oder wenn ihr einen eigenen Lehrer oder Lehrerin habt, das ist so die absolute Basis. Nichtsdestotrotz erlebe ich das oft bei Schülern, aber auch bei mir selber, dass man das so ein bisschen vernachlässigt, weil man einfach denkt, ja gut, ach, das ist so ein bisschen unkreativ, vielleicht langweilig, auch anstrengend, Töne einfach auszuhalten. Aber bitte nehmt das ernst, das verbessert langfristig nicht nur euren Ansatz, sondern eben auch alles, was sonst mit Tonproduktion zusammenhängt. Die Luftführung, ne? Also ihr trainiert das Zwerchfell und wenn ihr Longtones richtig durchführt, ich zeige euch gleich mal, wie das bei mir klingt, dann macht ihr das folgendermaßen. Ihr atmet tief in den Bauch. Das ist das A und O vor jedem Ton, den ihr spielt am besten. Also nicht einfach nur flach anfangen, sondern wirklich einmal tief in den Bauch atmen. Und dann den Ton aushalten. Nehmt erstmal ein mittleres Register und dann guckt auch, dass ihr wirklich die Extremlagen übt. Wirklich ganz tiefe Töne, ganz hohe Töne. Ihr haltet das am besten so lange aus, wie es nur geht. Wenn man das ein bisschen überprüfen will, ob man da Fortschritte macht oder nicht, kann man auch ein Metronom zur Hilfe nehmen. Tempo 60, wie der Sekundenzeiger. Und dann messt ihr einfach mal die Sekunden. Ne, ob ihr vielleicht 8 Schläge schafft oder 10 oder 16 oder was auch immer. So, und das ist die wichtigste Übung zum Thema Klang verbessern. Übung Nummer 2 ist ein bisschen ähnlich verwandt der Longtone-Übung und zwar geht es ums Thema Dynamik. Das ist die Dynamikübung. Dynamik ist alles, was mit Lautstärke zu tun hat und bei dieser Übung macht ihr das anders als bei den Longtones, so dass die
Lautstärke eben variiert. Und man versucht also erstmal, wenn ihr jetzt ganz am Anfang seid, versucht überhaupt erstmal, ob ihr verschiedene Lautstärken hinbekommt. Ja, also nicht nur laut, sondern eben auch mal ein bisschen leiser. Oder könnt ihr das Laute vielleicht noch übertreiben? Ne? Also nicht nur ein Forte, sondern ein Fortissimo hinbekommen. Oder könnt ihr es eben reduzieren und in den Bereich Mezzo Piano, Piano oder Pianissimo, das wäre dann eben ganz leise kommen. Und wenn man da schon ein bisschen weiter ist, dann macht man eben die Übung ein bisschen ausführlicher und systematischer und beginnt eben entweder bei Fortissimo und macht ein Decrescendo ins Pianissimo oder andersrum. Das zeige ich euch jetzt gleich. Oder ihr macht einen Mix. Ich zeige es mal so, meinen Schülern meistens so als Dynamiksymbole. Ne? Also zum Beispiel Pianissimo anfangen, Fortissimo in der Mitte und wieder zurück. Ja, also Crescendo, Decrescendo. Oder eben sozusagen andersrum, Fortissimo anfangen, Decrescendo und wieder lauter werden. Ja, der dritte Punkt, wie kann man besser klingen, ist die Beschäftigung mit dem Ansatz. Da einfach zu checken, stimmt da alles oder kann man da irgendwas optimieren? Alle Sachen, die ich jetzt gerade sage, ich muss mich selber gerade ermahnen, ein bisschen im Schnelldurchlauf da durchzugehen, weil zu allem könnte man jetzt wirklich super ausführlich erzählen. Auch der Ansatz ist natürlich eine sehr komplexe Sache, deswegen nur so viel dazu. Die Stichworte sind: Überprüft, ob ihr eventuell zu feste beißt. Das ist so das Hauptproblem bei vielen, wo der Klang nicht so schön ist, dass man eben von unten viel zu sehr drückt. Ja, also ihr solltet niemals das Gefühl haben, dass ihr von unten richtig auf die Lippe von innen drauf beißt. Dann habt ihr entweder vielleicht zu viel Lippe über den Zähnen oder aber einfach zu viel Druck von unten. So, und das zweite Ding ist, auch von oben, von den oberen Schneidezähnen, kann zu viel Druck ausgehen. Also, wenn ihr spielt, achtet mal darauf, ob ihr vielleicht von der Vorstellung eure Zähne so ein bisschen auseinandernehmen könnt, ob ihr den Biss, ja, falls das euer Problem ist, ob ihr den Biss so ein bisschen öffnen könnt. Und ansonsten, auch im Schnelldurchlauf, mal eben der Ansatz, oben die Zähne locker auflegen. Nicht viel verändern, also einfach mal so locker, Zentimeter ungefähr drauf. Umschließen mit den Muskeln. Ja, also hier die Lippen umschließen, das gleich so ein bisschen wie so ein. Hier unten müsst ihr euch eher vorstellen, ist es wie ein Kissen. Ja, also ich habe das Gefühl, ich mache ein mini bisschen Richtung über die Zähne, aber nicht ganz rein und nicht ganz raus. Ja, kommen wir zu Punkt Nummer 4. Das ist jetzt eher eine theoretische Sache. Und zwar, weil es auch unterschätzt wird, regelmäßig spielen, regelmäßig üben. Ich war da selber jetzt, als ich angefangen habe zu spielen, als Teenager auch sicherlich nicht die perfekte Kandidatin. Und deswegen muss ich da auch bei meinen Schülern immer wieder ein Auge zudrücken. Es gibt natürlich Phasen,
Lebensphasen, auch bei Erwachsenen, ne, wenn ihr berufstätig seid, dann ist es vielleicht schwierig, aber auch das unterschätzt das nicht. Man kann einfach wirklich Riesenunterschiede sehen bei Menschen, egal, da geht es auch nicht um Begabung oder irgendwas, ne? Oder jeder hat andere Voraussetzungen, aber man sieht riesige Unterschiede bei Menschen, die wirklich täglich oder beinahe täglich üben und solchen Schülern, die es wirklich nur einmal in der Woche oder irgendwie sowas schaffen. Das geht wirklich sehr, sehr schnell, sehr weit auseinander. Und die Regelmäßigkeit ist viel, viel wichtiger als die Dauer. Also wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie eine Woche nicht geübt und stellt euch dann eine Stunde dahin, das ist nicht so sinnvoll, ne? Weil der Ansatz, also die Muskeln, die bilden sich super schnell zurück, gerade am Anfang. Aber auch ich merke das, wenn ich jetzt im Urlaub bin und eine Woche oder zwei nicht spiele, merke ich schon die ersten Tage am Ansatz sehr stark. Aber einfach eine Routine, ein Kontakt zum, also eine Vertrautheit mit dem Instrument kriegt ihr nur, wenn ihr wirklich eigentlich jeden Tag das Saxophon in der Hand haltet. Und mich hat tatsächlich heute, da hatte ich einen neuen Online-Schüler, der hat mich absolut begeistert. Der spielt noch gar nicht so lange und hat halt erzählt, er spielt jeden Tag 1,5 Stunden, kommt irgendwie auf 10 Stunden in der Woche. Und ich dachte, wow, okay, das hat man aber auch gehört, ne? Das ist ein Weltenunterschied zu nur sporadisch spielen. Und wenn das so eine Phase ist, wo das wenig ist, dann hat das sicherlich seine Gründe und so, aber wenn ihr merkt, ihr spielt irgendwie seit Jahren und kriegt keinen regelmäßigen Rhythmus hin, dann muss man da doch irgendwie drüber nachdenken, wieso ist das so und will man das vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil man denkt, das ist cool zu sagen, man spielt Saxophon, oder will man es wirklich, will man wirklich besser werden? Dann muss man sich einfach hinstellen und jeden Tag was tun. Und seien es nur irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten oder ja, 20 Minuten ist schon eigentlich ganz in Ordnung. So, ne? Perfekt würde ich sagen, ist jeden Tag eine halbe Stunde üben, Minimum. Punkt Nummer 5 ist auch ein theoretischer Punkt zum Abschluss. Ich könnte noch so viele Dinge sagen. Mir fallen so viele Sachen gerade noch ein. Ja, also zum Thema Klang. Natürlich könnten wir über Obertonübungen sprechen, über Mundstückübungen, über Intervalle, dies und das. Aber ich möchte heute zum Abschluss meinen fünften Punkt folgendermaßen abschließen. Punkt Nummer 5 ist, sucht euch einen Lehrer oder eine Lehrerin. Das ist erstmal auch egal, ob online oder vor Ort, ob ihr das ganz regelmäßig macht, wöchentlich oder nur ab und zu mal. Aber sucht euch jemanden möglichst früh, der oder die euch an die Hand nimmt. Denn das Problem, wenn ihr wirklich auf eigene Faust was macht, ist, dass sich ganz, ganz schnell Fehler einschleichen können und das sehr mühsam ist, das wieder abzutrainieren. Also ein Lehrer nimmt euch im besten Fall an die Hand, strukturiert vielleicht auch mit euch das zu Hause üben. Und vor allem ein wichtiger Punkt, ein Lehrer oder eine Lehrerin, gerade wenn ihr vielleicht jemanden vor Ort habt, ist auch gleichzeitig im besten Fall ein Klangvorbild für euch. Das ist eigentlich nochmal in Klammern so ein sechster Punkt. Sucht euch ein Klangvorbild, ein Klangideal. Sehr viel beim Saxophon ist nicht nur, ja, mach das so oder so, das funktioniert so oder so. Dreh an dieser Stellschraube sozusagen, sondern sehr viel ist über das Hören, übers Nachmachen, über Vorstellung, wie will ich klingen. Und ja, wenn ihr da jetzt irgendwie sehr klassisch klingen wollt und einen Jazzlehrer habt oder umgekehrt, ihr wollt Jazz spielen und habt einen Klassiklehrer, dann kann es sein, dass ihr irgendwann in einem fortgeschrittenen Stadium vielleicht irgendwie da den Lehrer oder Lehrerin wechseln müsst. Aber am Anfang ist einfach jeder Lehrer besser als keiner. Und ja, das ist so mein abschließender Appell an alle Autodidakten. Sucht euch da doch eine Anleitung von jemandem, der Ahnung hat, weil ihr werdet wirklich viel, viel schneller Fortschritte machen, als wenn ihr euch da selber überall nur einzelne kleine Infos zusammensucht. Ja, das war's für heute von meiner Seite. Ich freue mich, wenn ihr dran geblieben seid bis hierhin und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es konnte euch
irgendwie eine kleine Hilfe sein, diese 5 Ideen und Tipps und Hinweise von mir. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ich das jetzt hier machen werde oder möchte, aber ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, zeigt doch mal die oder die Sache genauer, dann werde ich das wahrscheinlich gerne machen. Wie gesagt, ich probiere mich hier gerade auch selber erstmal noch so ein bisschen aus und ja, bisher macht's Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt dran und genau, bis bald mal wieder. Ciao!